In diesem Video wirst du erfahren, warum deine Lehrer nichts mit deiner Note zu tun haben. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir darüber, warum dein Lehrer nichts mit deiner Note zu tun hat. Und ja, ich weiß, der Lehrer ist die Person, die dich bewertet. Ja? Ich weiß, Lehrer geben ihre Noten ab und zu subjektiv her. Ich weiß, es ist bei manchen Lehrern einfacher als bei anderen. Und ja, auch wir im Coaching behandelt in dem ganzen Modul, wie du mit Lehrern richtig umgehst, wie du das richtige Verhältnis mit ihnen aufbaust, wie du bei entsprechenden Lehrern immer wieder auch wirklich die Top-Noten rausholst, auch wenn du beim einen oder anderen Lehrer das Gefühl hast, der gibt keine 15 Punkte oder bei dem ist es viel schwerer als bei dem anderen, wie du das wirklich in jedem Detail auch schaffst. Deswegen, natürlich ist dieser Punkt wichtig, aber ich möchte mit diesem Video eine Sache mal klar machen. Wenn du denkst, dass deine Note von deinem Lehrer abhängig ist, dann wirst du dir das selbst auch irgendwie beweisen. Was meine ich damit? Wenn du davon überzeugt bist, dass deine Note zu einem guten Teil vom Lehrer abhängig ist, ja, dann wirst du dich auch dementsprechend verhalten. Du wirst beispielsweise einen Ticken weniger lernen, weil du das Gefühl hast, ja, ich habe es ja eh nicht so im Griff. Ja. Du wirst, wenn du eine Klausur rausbekommst und einen Test, eine Abfrage, eine Referatsnote, was auch immer, und es ist nicht so die Note, wo du sagst, boah, die wollte ich irgendwie haben, dann wirst du, anstatt stärker auf deine eigenen Fehler zu schauen, eher zu gucken, was hättest du besser machen können, schneller mal sagen, ja gut, bei Herrn Müller ist es aber auch immer wirklich schwierig. Ja? Deswegen, ich will nicht sagen, dass der Lehrer überhaupt gar keinen Einfluss auf deine Note hat, weil das hat er offensichtlich. Ja? Nur bringt es überhaupt gar nichts, die Einstellung zu haben, dass er was mit deiner Note zu tun hätte, weil du dadurch automatisch unterbewusst die Verantwortung abgibst. Deswegen, was ich dir in diesem Video vermitteln möchte, ist, Lehrer sind immer unterschiedlich. Ja, Lehrer sind keine Roboter, die irgendwie alle gleich programmiert sind und geben genau die gleichen Noten. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es ganz klare Anforderungen gibt, wonach die Noten verteilt werden. Und sicherlich kann man das in der Mitarbeit vielleicht ein bisschen freier von Lehrer zu Lehrer für sie persönlich sich aussuchen. Aber trotzdem, es ist... Nur weil nicht jeder Lehrer gleich ist, heißt es nicht, dass deine Note vom Lehrer abhängig ist. Weil, was ich schon mal in einem Video vor gut einer Woche hier auf dem Kanal auch vermitteln wollte, ist, jeder Lehrer mag seine Noten subjektiv hergeben, aber jeder Lehrer hat bestimmte Sachen, die ihm wichtig sind. Ja, der eine Lehrer, da kann man super viel rausholen, wenn man einfach cool mit ihm ist, der irgendwie einfach ein cooles Verhältnis mit ihm hat. Gleichzeitig aber auch gibt es super, super viele Lehrer, denen zum Beispiel auch das fachliche Wissen extrem gut ist. Und wenn du zum Beispiel jemand bist, der eigentlich immer eine coole Beziehung zu den Lehrern hat, ja, dann könntest du natürlich sagen, boah, die Lehrer, wo es voll aufs fachliche Wissen ankommt und so weiter, das ist immer voll schwer und so weiter. Ja. Aber bei denen ist es nicht zwangsläufig schwerer, du hast dich bisher nur nicht bereit dazu erklärt, dementsprechend auch, wie soll ich sagen, dich besser in diesen Fächern auszukennen. Gleichzeitig, wenn du jemand bist, der einfach in den Fächern grundsätzlich inhaltlich sehr gut ist, aber der jetzt eigentlich nie so ein Bedürfnis danach hatte, auch mit Lehrern mal ein gutes Verhältnis aufzubauen, dann bist du vielleicht der sagt, ja, boah, bei der Lehrerin geht es nur so zu 70%, was man überhaupt richtig sagt, und die andere Prozentzahlen von wie viel Punkte man schlussendlich bekommt, liegt vor allem daran, wie sehr der Lehrer dich mag. Ja? Und ich kann euch garantieren, beide Aspekte, sowohl inhaltlich als auch das, wie sehr der Lehrer euch mag, wird immer in die Noten reinfließen. Immer. In den Mitarbeitern natürlich nochmal stärker, aber zu einem gewissen Grad immer auch, wie ihr euch zum Beispiel die Klausuren benotet. Und egal auf welcher Seite ihr euch mehr seht oder wo ihr sagt, hey, das sollte wichtiger oder weniger wichtig sein oder was auch immer, was ihr verstehen müsst, das sind eigentlich die einzigen zwei Komponenten, auf die es ankommt. Ja? Und deine Aufgabe ist es halt einfach nur, nicht so standardisiert zu denken, im Sinne von, boah, jeder Lehrer sollte seine Mitarbeitsnoten gleich vergeben. Wird er nicht. Es gibt Lehrer, die achten nahezu ausschließlich nur darauf, was du inhaltlich sagst. Und dann kannst du dich einfach möglichst gut inhaltlich anstrengen, ja, das Bestmögliche sagen, und dann bekommst du auch da deine verdiente Note. Immer. Immer. Ich weiß, es gibt ein paar Lehrer, die sagen, ich gebe keine 15 Punkte, da bei uns im Coaching noch ein paar mehr Hacks, wie man auch das aushebeln kann. Aber so für 95% von euch könnt ihr immer, gerade bei diesen inhaltlichen Lehrern, immer die Note bekommen, die ihr auch verdient habt. Ja, und auf der anderen Seite, die Lehrer, wo es gibt, boah, die würfelt das und die gibt das nach Sympathie, ja, dann vergibt sie es halt zu einem gewissen Grad nach Sympathie. Auch da werden die Noten nicht nur nach Sympathie vergeben und zum Großteil wird es immer aus Inhaltlicher sein. Aber
ich weiß, dass es ein paar schusselige ältere Lehrer gibt und so weiter, die inhaltlich vielleicht gar nicht mal mehr so viel Ahnung haben, aber die dann einfach, keine Ahnung, sagen, oh, die mag ich, den mag ich nicht und so weiter. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber wenn du das weißt, dann sei dir doch bewusst, dass auch das quasi Teil deine Aufgabe als Schüler ist. Ja, einfach, es geht ja nicht darum, dass du irgendwelchen Pflichten nachkommen musst, sondern es geht einfach darum, dass es ja deine Aufgabe ist, dass du für dich einfach die bestmöglichen Noten rausholst, um dann für die Zukunft alle Türen aufzuhaben. Ja, und wenn du weißt, bei dieser einen Lehrerin kommt das einfach stark auch auf die persönliche Komponente ein, dann pfleg das doch. Dann sorg doch dafür, dass du nachher schon nochmal zu ihr hingehst, ein bisschen mit ihr sprichst, dass du einfach dich auch häufig meldest, dass du pünktlich bist, dass du höflich bist, dass du respektvoll mit ihr umgehst, dass du auch ein Verständnis dafür hast, dass sie vielleicht auch Ansichten hat, die du nicht vertrittst, weil sie dir vielleicht 55 Jahre älter ist. Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Nur das Wichtige ist, was du verstehen musst, du kannst nicht sagen, ja, aber die redet die ganze Zeit von ihrer Familie oder von sich selbst und so weiter, wie soll ich mich denn da melden? Vielleicht ist ihr das überhaupt nicht wichtig, vielleicht will sie doch einfach nur, dass man ihr zuhört und dann vielleicht sie danach immer noch fragt, wie das denn wirklich so mit ihren Kindern abläuft und so weiter. Und vielleicht mag sie dich dann, gibt ihr dann eine gute Note. Ob das sinnvoll für unser Bildungssystem ist, wer weiß, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber dass an dem Bildungssystem viele Dinge nicht so sind, wie wir uns sie vorstellen, da sind wir uns eigentlich alle einig. Aber dein primärer Fokus sollte jetzt erstmal sein, wie kann ich die bestmöglichen Noten bekommen. Und das wird halt beim einen Lehrer vor allem über das Inhaltliche sein und beim anderen Lehrer vielleicht mehr über die soziale Komponente. Nur was aus deinem Kopf raus muss, sagen, ja, der Lehrer ist so oder so, deswegen kann ich meine Note nicht verbessern oder kann ich die Note bekommen, die ich eigentlich verdient hatte. Sondern die bewusst machen, dass die Note eben davon abhängt. Davon abhängt, dass die Note halt danach entschieden wird, was auch dem Lehrer wichtig ist. Deswegen richtet sie sich natürlich nach dem Lehrer, aber wenn du mental die Flexibilität hast, dich nach den Vorstellungen des Lehrers auch irgendwie auszurichten, ja, dann kannst du immer bei jedem Lehrer, egal was ihm wichtig ist, immer die Note bekommen, die du auch verdient hast und dann bist du auch nicht vom Lehrer abhängig, weil du dich so verhalten kannst, wie es eben auch für den entsprechenden Lehrer sinnvoll und dann eben auch für deine Note sinnvoll ist. In diesem Sinne, werbt euch bei uns um Coaching, erster Link in der YouTube-Beschreibung oder erster angepinnter Kommentar, ich betreue euch dann persönlich. Ich freue mich drauf, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.